Und über diese Forderung nach mehr Geschwindigkeit können wir sprechen. Und zwar mit dem Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Herbert Reul von der CDU ist bei uns. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag. Ja, das sieht ein bisschen aus, als wäre Deutschland inzwischen so ein Drive-In-Land für Plofkrakerbanden. Die kommen mal kurz vorbei, sprengen, holen sich die Kohle, rauschen wieder ab. Wie kann das sein, dass ausgerechnet im TÜV-Land Deutschland Geldautomaten so schlecht gesichert sind und so gut beladen, dass sich das lohnt? Ja, das Hauptproblem ist, dass wir in Deutschland überhaupt mehr mit Geld, mit Bargeld zu tun haben wollen. Es gibt ja viele Staaten in Europa, in der Welt, wo bargeldloses Zahlen üblicher ist. Und bei uns, wir lieben das Bargeld. Dann machen die Banken die Filialen zu, weil sie Geld sparen müssen. Anstelle dieser Filialen werden dann Automaten hingestellt, damit die Leute zufrieden sind. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, 11.000 solche Automaten stehen haben. Das heißt, Bargeld abschaffen ist die Lösung? Nee. Nein, ich will nur darauf hinweisen, viele Automaten, viel Bargeldwunsch, viele Automaten, viele Gelegenheiten. Erste Frage. Das heißt natürlich, die Anzahl der Bar muss in jeder Stadt von jeder Bank ein eigener Automat stehen. Darüber kann man mal nachdenken. Muss ein Automat rund um die Uhr offen sein? Kann man nicht Öffnungs- und Schließzeiten machen? Muss ein Automat immer gefüllt sein mit Bargeld? Juweliere machen nachts den Laden leer. Solange andere Banken von mir horrende Gebühren für Fremdnutzung verlangen, bin ich immer ganz froh, wenn ich von meiner Bank noch einen Automaten finde. Aber immerhin ist der Anreiz sicherlich... Auch das kann man lösen. Auch das kann man ja lösen. Die können sich ja verabreden. Die Banden sind wahnsinnig schnell. Das dauert Minuten. Mhm. Und die sind wahnsinnig kompromisslos. Das heißt, die Automaten stabiler zu bauen, hilft erstmal gar nichts, weil dann nehmen die mehr Sprengstoff mit und werden noch rabiater. Und wir haben ja gesehen, diese Fluchtfahrten sind haarsträubend gefährlich, oft mit Benzinkanistern im Kofferraum, um zwischendurch keine Tankstelle anfahren zu müssen. Wenn ich mir das anschaue, da ist die Polizei relativ machtlos, oder? Machtlos ist die Polizei nie, aber sie kann auch nicht einfach mitmachen. Sie muss abwägen, sie muss entscheiden. Mhm. Und wir müssen die mit anderen Waffen schlagen. Wir werden sie nicht schlagen, indem wir schnellere Autos haben und hinterherjagen und damit die anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Ich glaube auch nicht, dass wir sie dadurch fangen werden, dass wir die Automaten immer noch massiver bauen. Denn das hat ja in der Vergangenheit, die sind ja immer besser gebaut worden, hat ja dazu geführt, dass die Sprengladungen immer größer wurden. Und dann das eigentliche Problem passiert, dass nicht nur Geld verloren geht, sondern dass Menschen gefährdet werden, haben wir ja schöne Beispiele eben gesehen, weil die Sprengladung so groß ist, dass das Haus gefährdet ist. Denn Automaten hängen immer am oder im Haus. Mhm. Aber dann fragen wir uns doch mal, was helfen könnte. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr rund 500 Sprengungen, in den Niederlanden im selben Zeitraum ungefähr 15. Und in keinem der Fälle in den Niederlanden gab es überhaupt nur Beute. Wie haben die das in den Griff bekommen in unserem Nachbarland? Also ich glaub, sind es diese Systeme, nee. Geldscheine einfärben, Geldscheine verkleben? Ja, also ich glaube ja immer mehr, dass es gibt für kein Problem dieser Welt immer nur eine Lösung, sondern viele. Also hier erstens weniger Automaten, zweitens Automaten besser machen, drittens Öffnungszeiten von Automaten ändern, viertens wie viel Geld da drin liegt, darüber kann man auch mal nachdenken. Fünftens, die Polizei muss stärker und intensiver bewachen. Wir können aber nicht 11.000 Automaten bewachen. Deswegen haben wir mit den, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, mit den Banken gemeinsam ein System entwickelt, wie ist welcher Automat ausgestattet. Wir haben priorisiert. Wir haben gesagt, das ist der bessere, das ist der gefährdetere, das ist der leichtere. Und danach kann die Bank sich ausrichten und kann sagen, den rüsten wir zuerst neu aus und den anderen, den lassen wir ein bisschen länger noch liegen. Und wir als Polizei können sagen, da wird stärker Streife gefahren, zum Beispiel. Aber verstehe ich Sie richtig? Es gibt diese Sicherungssysteme, die offensichtlich in den Niederlanden gute Dienste leisten, weil die Verbrecher irgendwann wissen, wenn ich hier sprenge, kriege ich nur einen verklebten Klumpen nutzloses Geld, der mir nicht mehr weiterhilft. Sie sagen stattdessen, und das ist ja auch teuer, wollen wir lieber Streifenpolizisten für die Banken stellen? Nee, da ich nicht zu Ende kam, habe ich gar nicht zu Ende erzählen können. Ich glaube, nicht eines Mittel reicht. Die Niederlande, das hat nichts damit zu tun, dass die Automaten nur mit anderer Technik, das ist ein Element. Mhm. Aber wir haben eben selber festgestellt, wenn die Automaten immer besser werden, wenn die Sprengsätze immer stärker werden. Also das allein ist nicht die Lösung, das ist ein Teil der Lösung, jawohl. Aber, und deswegen arbeiten wir ja auch mit den Banken zusammen, versuchen zu überzeugen, dass wir die Automaten auch technisch besser ausrüsten, ja klar. Aber wir werden nicht erreichen können, dass auf einen Schlag alle Automaten top ausgerüstet sind. Und verklebtes Geld hat bis vor kurzem das Problem gegeben, dass die Bundesbank das Geld dann nicht mehr angenommen, nicht ausgetauscht hat. Also die Banken saßen auf dem verlorenen Geld. Eingefärbtes Geld, ja, da wurde eben so fröhlich erzählt, kannst du nicht mehr brauchen, stimmt ja gar nicht. Es gibt Staaten in der Welt, da kannst du eingefärbtes Geld noch umsetzen, kriegst du nur weniger für. Ja, vielleicht ist das trotzdem noch interessant. Also ich warne davor zu glauben, dass mit einem Element Technik oder einem Element Polizei das Problem zu lösen ist. Zum Beispiel haben wir noch gar nicht angesprochen, Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern
Und noch wichtiger, Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden. Wenn wir wissen, dass die Banden, die bei uns unterwegs sind, vorrangig aus Niederlanden kommen, wir haben jetzt auch noch Gruppen aus Rumänien, also rumänische Banden, ja, dann ist die Zusammenarbeit mit den Niederlanden elementar, weil wir müssen die Typen erwischen. Sie haben eine Sonderkommission eingesetzt, ja, in Nordrhein-Westfalen. Hilft das was? Hat das nachweislich Erfolg, mehr ermittelnde Polizisten zu haben? Ich bin vorsichtig, aber ja, ich würde sagen, obwohl man behutsam sein muss. Denn manches hat auch mit ganz anderen Sachen zu tun. Wir haben jetzt im ersten Teil des Jahres ein Drittel weniger Sprengungen gehabt als ein Drittel des Jahres, also im Jahr vorneweg. Mhm. Wir haben 17 Täter erwischt. Also diese Konzentration der Ermittlungsarbeit kommt auch noch dazu. Wir machen jetzt nicht mehr jede Polizeistation nimmt da Fingerabdrücke, sondern wir haben Spezialisten von den großen Kriminalhauptstellen, die sich darum kümmern. Also ich glaube, dass die Summe der Maßnahmen am Ende dazu führen kann, dass wir das Problem in den Griff kriegen. Und ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Leider geht es nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Und die größte Sorge ist, dass irgendwann mal Menschenleben gefährdet werden. Weil wenn das Geld weg ist, dann bezahlt irgendwie immer noch eine Versicherung. Und das ist bereits der Fall, dass Menschenleben gefährdet werden, wie wir gerade im Film gesehen haben. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ein verkanntes Problem und gut, dass sich dessen angenommen wird. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns, Herbert Reul. Und danke. Viel Erfolg bei der Arbeit gegen die Plofkracker-Banden.